So Leute, es geht weiter mit dem Thema Abspannen. Im letzten Video bin ich ja auf die Basics eingegangen in Bezug auf das Abspannen, warum ihr abspannt, wo ihr abspannt. Und ich habe euch das Grundprinzip vom Abspannen erklärt. Und in diesem kleinen Video soll es speziell um das Thema Reißleine gehen und darüber hinaus auch darum, wie man die Reißleine mit der Hauptschnur verbindet. Im letzten Video hatte ich euch ja das Grundprinzip vom Abspannen erklärt. Ich habe gesagt, wir haben ein Auslegersystem, wir haben unsere Hauptschnur, unsere Montage, dazwischen sitzt ein Stück Reißleine. Und ich weiß, dass einige von euch das immer noch so machen, dass sie direkt mit der Reißleine am Hindernis anbinden. Ganz ehrlich, davon möchte ich euch abraten. Das hat sehr, sehr viele Nachteile. Zum einen braucht ihr sehr, sehr viel Reißleine, was ja auf Dauer auch irgendwie ins Geld geht und ungünstig ist. Darüber hinaus ist das ganze System sehr unstabil, weil eine monofile Reißleine hat einfach sehr viel Dehnung und gerade wenn wir über längere Distanz abspannen wollen, wird das ganze System sehr, sehr unstabil. Es ist schwierig, wenn man das nur mit der Reißleine macht, das Reißleinenende in der Nacht wiederzufinden nach einem Biss. Und normalerweise ist das dann auch immer ein Stück kürzer geworden, sodass man es dann wieder verlängern muss. Also ihr seht, es hat sehr, sehr viele Nachteile, wenn man das direkt mit der Reißleine einbindet. Und der allergrößte Nachteil, wie ich finde, ist der, dass man ja dazu neigt, wenn man das nur mit der Reißleine eingebunden hat, morgens schnell die Rute abzuschlagen und nach Hause zu fahren, ohne seinen Müll wegzunehmen. Und das ist ein Appell an euch alle. Wenn ihr abgespannt angelt, nehmt bitte euren Müll mit, entfernt die Reißleine, die Schnüre aus den Büschen. Denn zum einen freuen sich die Vögel, andere Angler. Und wir sind ja immer bemüht, am Wasser keinen Müll zu hinterlassen. Also, wir einigen uns jetzt drauf, dass wir das mit einem Auslegersystem machen, mit einem kurzen Stück Reißleine. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie lang sollte unsere Reißleine sein? Da gibt es natürlich keine festgelegte, vorgeschriebene Länge. Ich mache das immer so 15 bis 20 cm, weil je kürzer die Reißleine ist, desto weniger Dehnung haben wir im System und desto besser knallt das Ding dann auch durch bei einem Biss. In Bezug auf die Reißleinenstärke nehme ich, hier guckt sie schon raus, immer eine 40er oder eine 50er Reißleine. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, das ist ziemlich dick. Ja, das ist auch recht stark. Aber gerade wenn wir auf längere Distanz abspannen, haben wir ja schon einen ziemlichen Druck, der da entsteht durch die gespannte Rute. Dann haben wir eben festgestellt, wenn die Reißleine zu dünn ist, dass die eben auch durchknallt, ohne dass ein Fisch gebissen hat. Und das ist sehr ärgerlich. Man sitzt am Ufer, freut sich, dass die Ruten gesetzt sind und muss dann nochmal los, weil die Reißleine geknallt ist, weil sie zu dünn war. Also 40er bzw. 50er Reißleine, monofil. Und damit seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, dass das zu dick ist, dass der Wels das beim Biss nicht sprengen kann. Und ich hatte euch ja beim letzten Video sowieso schon darauf hingewiesen, dass ihr immer aufmerksam eure Rute beobachtet. Und sobald ihr das Gefühl habt, es ist ein Biss, schlagt an. Jetzt stellt ihr euch bestimmt die Frage, wie man die Reißleine mit der Hauptschnur, mit unserer Montage verbindet. Dafür gibt es im Prinzip drei gängige Methoden. Die erste, die ich euch zeigen möchte, ist mit einem Knicklicht, was wir hier in die Pose reinstecken. Und dabei haben wir auf der Hauptschnur einen freilaufenden Wirbel montiert. So, ich habe jetzt hier in meinem Pulli ein Knicklicht. Das stecke ich jetzt hier rein. Hier ist unser freilaufender Wirbel und wir legen jetzt mit der Hauptschnur einen sogenannten halben Schlag. Also das ist im Prinzip nur eine Schlaufe, die wir nehmen, ziehen die über das Knicklicht und ziehen das zusammen. So, und jetzt läuft der Wirbel gegen diesen halben Schlag, quasi gegen das Knicklicht auf der Pose. Und so haben wir auf jeden Fall ein fixiertes, stabiles System, was dazu führt, wenn der Fisch beißt, dass die Reißleine sicher sprengt, beziehungsweise dass wir guten Kontakt bekommen, wenn wir anschlagen. Hört sich jetzt in der Theorie für euch ganz gut an, denke ich. Und jetzt nochmal ganz kurz, warum muss dieser halbe Schlag überhaupt über das Knicklicht gelegt werden? Das kann ich euch kurz zeigen. Wenn ich den nochmal wegmache, wenn wir jetzt nur das Knicklicht reinstecken und gegen die Pose spannen, führt das immer dazu, dass die Pose
auf der Hauptschnur sich verschiebt. So. Und wenn wir jetzt nicht nur auf Vorfachlänge präsentieren möchten, sondern wir haben jetzt noch eine gewisse Gewässertiefe, wo unsere Montage hin soll, haben wir eben das Problem, wenn wir jetzt hier dagegen spannen, dass die Hauptschnur, unser Wirbel, unser Vorfach rutscht bis zur Pose und dann hängt der Köder irgendwo an der Oberfläche und wir wollten vielleicht auf 3, 4 oder 10 Meter angeln und das bekommen wir eben nicht hin, wenn wir diesen halben Schlag nicht machen. Anders sieht es aus, wenn wir, wie gesagt, unsere Tiefe eingestellt haben. Ich ziehe jetzt mal hier ein Stück hoch, lege nochmal den halben Schlag über das Knicklicht und wenn wir jetzt gegenspannen, bleibt die Pose genau auf der Höhe stehen, auf die wir sie eingestellt haben. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen, wenn wir tiefer angeln möchten. Dieses Prinzip mit dem gestoppten Knicklicht hat sich bewährt. Ihr habt es ja gesehen, halber Schlag gegen das Knicklicht, das funktioniert. Bei einem Biss, bei einer Aktion, wenn ihr angeschlagen habt oder wenn der Fisch auch die Reißleine geknallt hat, dann schneidet das Knicklicht oftmals hier in der Mitte durch. Das müsst ihr natürlich dann, nachdem der Fisch gelandet ist, mit der Zange rausziehen. Die verbleibende Hälfte müsst ein neues Knicklicht nehmen, wenn ihr die Montage wieder neu setzen möchtet. Eine weitere Möglichkeit, um die Hauptschnur mit der Reißleine zu verbinden, ist die fest eingebundene Reißleine. Da möchte ich euch auch ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Wir legen die Hauptschnur um einen Finger dreimal herum, ziehen das dann vom Finger ab, halten das fest, so. Dann habe ich jetzt hier mein Stück Reißleine, das führe ich hier durch und im Endeffekt macht ihr einen ganz normalen Wirbelknoten, ich glaube das ist der Grinnerknoten, den ihr auch von dem Montagebinden kennt. Bisschen feucht, damit er besser zusammen sich ziehen lässt. So, jetzt haben wir den festgezogen. Zum Schluss ziehen wir die Hauptschnur zusammen. Und ihr seht, so haben wir eine Verbindung hergestellt von Reißleine zur Hauptschnur. Der Unterschied zu der Variante mit dem Knicklicht ist jetzt der, dass wir jetzt die Reißleine fix in der Hauptschnur angebracht haben. Das heißt, hier lässt sich jetzt nichts mehr nach oben oder unten verschieben. Und ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, wenn man das jetzt so miteinander verbunden hat, dass sich die Hauptschnur durch die Reißleine bei einem Biss abschneidet. Also das hat sich in der Praxis wirklich vielfach bewährt. Bei einem Biss knallt die Reißleine und wenn man dann die Montage neu macht, entfernt man den verbleibenden kleinen Rest von der Reißleine. Die Hauptschnur hat keine Beschädigungen und es ist schon auf jeden Fall eine sichere, absolut bewährte Montage, wenn man das so macht. So, ich habe jetzt hier vorhin schon mal an dieses Stück Reißleine eine Schlaufe gebunden. Das wird dann natürlich mit unserem Auslegesystem verbunden. Und so sieht das dann quasi abgespannt in der Praxis aus. Und ihr seht, wir haben jetzt die Hauptschnur bzw. die Reißleine von unserem Schwimmer entfernt. Und das ist ein ziemlich großer Vorteil in der Praxis, gerade wenn wir auf weite Distanz abspannen möchten, weil durch dieses Stück von der Reißleine zum Schwimmer erreichen wir eine gewisse Spannhöhe. Wenn wir jetzt auf weite Distanz abspannen und das ganze System anheben müssen, also System ist in dem Fall Pose, Montage, vielleicht sogar mit Blei, dann ist das für uns ein Vorteil, dass wir im Prinzip den Schwimmer auf der Wasserlinie sitzen haben und gewinnen im Prinzip mit dem Stück von der Reißleine zum Schwimmer unsere Spannhöhe. Das ist ein großer Vorteil, wenn man das wirklich fest einbindet und das mache ich immer dann, wenn es weitergehen soll und wenn ich dann auch noch tief angeln möchte. Aller guten Dinge sind drei. Es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, wie man die Reißleine mit der Hauptschnur verbindet. Das ist die sogenannte Stöckchenmontage. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich habe jetzt hier mal unseren Schwimmer weggenommen. Das wird ganz gerne dann eingesetzt, wenn wir, wie gesagt, freie Leine ohne Schwimmer fischen. Und da brauchen wir natürlich auch einen Fixpunkt für unsere Reißleine. Man kann natürlich, wenn man nur auf Vorfachlänge angelt,
auch die Reißleine direkt hier in den Wirbel einbinden oder mit einem Karabiner am Wirbel befestigen, das geht. Aber wenn wir eine gewisse Spannhöhe haben bzw. nicht nur auf Vorfachlänge angeln möchten, müssen wir ja die Reißleine hier oberhalb fixieren. Ich hatte euch das schon gezeigt, man kann es fest einbinden. Das beim Fest einbinden ist die Reißleine eben immer fixiert. Wenn man das nicht möchte, gibt es die Möglichkeit der Stöckchenmontage. Das ist ganz einfach. Ich zeige euch, wie das geht. Ich habe mir hier von unseren Weiden ein kleines Ästchen abgebrochen und das kann ich jetzt hier in die Hauptschnur einbinden. Dazu gibt es auch einen ganz einfachen Knoten. Man legt wieder eine Schlaufe, zieht dann die Hauptschnur von oben durch, legt dann das Stöckchen in die entstandene Schlaufe und zieht das Ganze zusammen. So, ihr seht, das Stöckchen ist jetzt hier in die Hauptschnur eingebunden und wenn wir Druck auf die Montage bekommen, bei einem Biss, beim Drill, dann schneidet die Hauptschnur in der Regel das kleine Stöckchen durch. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Ast nicht zu dick ist, nicht zu stabil ist, aber das funktioniert in der Regel ohne Probleme. Unser Stöckchen ist fixiert und jetzt habe ich mir hier schon ein Stück Reißleine vorbereitet. Jetzt brauchen wir natürlich an der einen Schlaufe einen Karabiner. Den habe ich schon angebracht und den können wir jetzt einfach in die Hauptschnur einhängen und dann läuft der Karabiner beim Spannen gegen das Stöckchen. Die andere Seite wird natürlich wieder hier mit dem Ausleger verbunden. Und so sieht das Ganze aus, gespannt gegen Stöckchen ohne Pose. Wie gesagt, das ist freilaufend. Wenn der Fisch nach unten zieht, gibt das nach oben nach. Und wenn wir auf der anderen Seite spannen, bekommen wir das auf jeden Fall in die Luft gespannt. Das waren jetzt so meine drei gängigen Möglichkeiten, wie man die Reißleine mit der Hauptschnur verbindet. Ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen anschaulich erklären. Warum man was macht oder wann man was macht, wann ich was einsetze, das würde ich euch gerne in dem nächsten Video erklären, weil ich denke, das war jetzt wieder ziemlich viel Input für euch. Ihr habt jetzt auf jeden Fall auch erstmal Zeit, das auszuprobieren, vielleicht nachzubauen. Und wie gesagt, wann ich was nehme, das kommt dann in einem der nächsten Videos. Ich sage erstmal Dankeschön, dass ihr mir zugeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ich freue mich natürlich immer über eure Kommentare, über eure Fragen. Wenn ihr Bock auf die Serie habt, bleibt dran. Schaut euch auch das nächste Video an. Ich sage einfach für euch viel Erfolg am Wasser. Geht raus, fischt abgespannt oder mit U-Pose, ganz egal. Fangt einen Fisch und geht einfach Waller angeln. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.